Das geht nicht, das können wir nicht machen. Es steht ihm zu. Er hat ein Anrecht darauf. Außerdem haben wir das immer schon so gemacht. Eine der großen Herausforderungen im Glauben, aber auch im Leben ist herauszufinden, welche Dinge sind unantastbar und können nicht verändert werden und welche Dinge sollen verändert werden oder müssen sogar verändert werden. Herzlich willkommen zu einer neuen Glauben-Geschichten-Folge. Josef wird von seinem Vater Jakob überrascht. Das, was er für unverrückbar hielt, das, was er dachte, dass das Tradition und Sitte und auch Gesetz ist, das lässt sein Vater beiseite, übergeht es und zeigt ihm, dass Gott eine ganz andere Perspektive auf die Dinge hat. Josef wird mit einer Nachricht überrascht. In 1. Mose, Kapitel 48, Vers 1, da wird uns gesagt, und es geschah nach diesen Dingen, dass man Josef sagte, dein Vater ist krank. Vielleicht hat er aber auch damit gerechnet, denn sein Vater ist ja immer älter geworden. Mit 130 Jahren kommt der Vater mit der gesamten Familie nach Ägypten, lebt weitere 17 Jahre in Ägypten, 147 Jahre alt, ein alter und betagter Mann. Und wahrscheinlich hat Josef sich gedacht, eines Tages wird es auch mit meinem Vater zu Ende gehen. Eines Tages wird er sterben, eines Tages werde ich die Nachricht erhalten, dein Vater ist krank oder dein Vater ist bereits gestorben. Und dieser Tag hat ihn trotzdem sicherlich unerwartet getroffen. Josef, dein Vater ist krank. In Vers 1 heißt es, dann nahm er seine beiden Söhne, Manasse und Ephraim, mit sich. Und der Autor bleibt da stehen und sagt nicht, ja, Name mit sich, ja, wohin? Und wir vermuten als Leser, ja, mit sich zu seinem Vater. Er hört, der Vater ist krank, was will er machen? Er wird seinen Vater besuchen, geht aber nicht alleine, sondern nimmt die beiden Söhne mit sich. Der Autor entscheidet sich eben, anstatt mit Josef mitzugehen und so seine Perspektive zu verfolgen, uns jetzt das Ganze aus dem Blickwinkel von Jakob zu erzählen. Vers 2, und man berichtete dem Jakob und sagte, siehe, dein Sohn Josef kommt zu dir. Da machte Israel sich stark und setzte sich im Bett auf. Zuvor aus dem Blickwinkel von Josef, jetzt dreht sich die ganze Sache um und wir betrachten die Situation aus der Perspektive von Jakob. Er erfährt, Josef kommt. Und ich sehe so diesen alten Mann, der krank im Bett da niederliegt, der sich aber aufrichtet und sich stark macht und sich im Bett aufsetzt. Und ich vermute, der Autor sagt uns ja nicht, warum er das macht, dass er sagt, wenn mein Sohn kommt, wenn die Enkelkinder kommen, dann will ich nicht dahin siechen, sondern dann will ich ihnen in meiner Kraft und in meiner Stärke begegnen, vielleicht hoffnungsvoll, mutig sein, optimistisch. Also macht sich Israel stark, richtet sich auf, setzt sich im Bett hin. Und Jakob sagte zu Josef, Vers 3. Gott, der Allmächtige, erschien mir in Luz im Land Kanaan und der segnete mich und sprach zu mir, siehe, ich will dich fruchtbar machen und dich vermehren. Und ich will dich zu einer Schar von Völkern machen und dieses Land deiner Nachkommenschaft nach dir zum ewigen Besitz geben. Das heißt, Jakob macht jetzt einen großen Bogen, geht ganz weit in die Vergangenheit zurück. Jahrzehnte zuvor, als er als junger Mann von seiner Familie fliehen muss, weil er seinen Vater betrogen hat, weil er seinen Bruder um das Erstgeburtsrecht betrogen hat. Die Episode, falls Sie sie nicht gelesen haben oder sie nicht kennen, 1. Mose Kapitel 28. Da wird uns erzählt, wie Jakob sich aufmacht und nach Osten zieht, zu seiner Familie. Und in einer Nacht, ganz einsam, als er noch mitten auf dem Weg ist, zu seiner Familie, da begegnet Gott ihm und sagt, Jakob, ich werde mit dir sein. Ich werde dich behüten. 1. Mose 28, Vers 15. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, überall, wohin du gehst und dich in dieses Land zurückbringen. Denn ich werde dich nicht verlassen, sagt Gott ihm damals, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Und daran erinnert jetzt Jakob
ein alter Mann, krank, dem Sterben nahe, sagt: Gott, der Allmächtige, ist mir damals erschienen und hat mir zwei Versprechen gegeben. Erstens, ich will dich fruchtbar machen. Zweitens, dieses Land, das werde ich dir und deiner Nachkommenschaft zum ewigen Besitz geben. Vers 5. Und nun, deine beiden Söhne, die dir im Land Ägypten geboren wurden, bevor ich zu dir nach Ägypten kam, sollen mir gehören. Ephraim und Manasse sollen mir gehören, wie Ruben und Simeon. Aber deine Kinder, die du nach ihnen gezeugt hast, sollen dir gehören. Nach dem Namen ihrer Brüder sollen sie genannt werden in ihrem Erbteil. Denn als ich aus Padan kam, starb Rachel bei mir im Land Kanaan auf dem Weg, als es noch eine Strecke des Landes war, um nach Ephrata zu kommen. Und ich begrub sie dort am Weg nach Ephrata, das ist Bethlehem. Zwei Dinge für mich völlig überraschend in dem, was Jakob hier macht. Ich dachte so, okay, er erinnert an diesen Segen, den er von Gott bekommen hat, das Versprechen, dass Gott mit ihm sein wird. Und dann wird er sicherlich Josef etwas sagen, ein Vermächtnis mitgeben. Aber er macht etwas völlig Überraschendes. Er sagt, diese zwei Söhne, Ephraim und Manasse, die hier im Land geboren wurden, bevor ich kam, die sollen mir gehören. Und was meint er damit? Er sagt, so wie Simeon und Ruben, so wie meine eigenen Kinder mir gehören oder meine Kinder sind, so sollen diese zwei auch meine Kinder sein und nicht nur meine Enkelkinder. Und ich habe mich gefragt, wieso will Jakob diese Enkelkinder, Ruben, Ephraim und Manasse, wieso will er sie in den Stand seiner eigenen Kinder erheben? Warum macht er das? Und ein zweites, worüber ich überrascht war, war, dass Josef offenbar mehr Kinder als nur die zwei hatte. Bisher wurden die zwei erwähnt, aber er sagt zu ihm in Vers 6, aber deine Kinder, die du nach ihnen gezeugt hast, die sollen dir gehören. Das heißt, er sagt nicht, all deine Kinder sollen wie meine eigenen Kinder sein, sondern eben nur die zwei. Diejenigen, die dann später geboren wurden, die nach ihnen gezeugt wurden, die sollen dir gehören. Ich weiß nicht, wie Sie das verstehen oder wie Sie das jetzt einordnen, was hier geschieht. Ich meine, er gibt dir einen Grund an. Vers 7. Denn ich, als ich aus Padan kam, starb Rachel bei mir im Land Kanaan auf dem Weg, als es noch eine Strecke Landes war, um nach Ephrata zu kommen. Und ich begrub sie dort am Weg nach Ephrata, das ist Bethlehem. Ich dachte, jetzt kommt wirklich ein Grund oder zumindest ein ersichtlicher Grund für das, was hier passiert. Denn, aber für mich sind es eigentlich zwei völlig verschiedene Dinge, zumindest am Anfang, als ich so den Text oder die Geschichte gelesen habe. Denn was hat der Tod von Rachel, der Mutter Josefs, mit der Anführungszeichen Adoption dieser beiden Kinder? Warum führt Jakob den Tod seiner Frau Rachel als Grund an, dafür, dass er diese zwei jetzt als seine eigenen Kinder, seine eigenen Söhne ansehen möchte? Den einzigen Grund, den ich für mich dann, oder den Zusammenhang, den ich für mich dann habe sehen können, ist eigentlich so die Liebe zu Rachel. Sie erinnern sich, Jakob kommt bei Laban, seinem Onkel, an. Er hat zwei Töchter. Lea, die Ältere, Rachel, die Jüngere. Jakob verliebt sich in die Jüngere, in die Rachel. Und die möchte er auch haben, muss 7 Jahre für sie arbeiten. Und dann, als es zur Hochzeit kommt, erhält er von Laban nicht die jüngere Tochter, die Rachel, sondern die Lea. Weitere 7 Jahre Arbeit, er bekommt auch die Rachel. Aber es gibt ein Leben lang Streit, Eifersucht, Zorn, Frust in dieser Familie, eine Konkurrenz zwischen den beiden Töchtern, wer hat wie viele Kinder, wer bekommt wie die Liebe des Mannes. Aber über all diese Zeit hinweg bleibt die Liebe Jakobs zu Rachel viel stärker als die er für die Lea hat.
Und so ist es für mich, sagen wir mal, ein Hinweis oder ein Versuch zu verstehen, was hier passiert. So diese Liebe zu Rachel, die er verloren hat, die ihm zu früh sicherlich gestorben ist. Und zwar bei der Geburt von Benjamin. Gleichzeitig aber auch der Verlust von Josef, den er auch, zumindest aus der Perspektive des Vaters, viel zu früh verloren hat. Der Vater ist ja über Jahre davon ausgegangen, dass Josef tot war. Und dann sieht er ihn wieder, völlig unverhofft, völlig unerwartet. Er erfährt, er hat sogar eine Familie, er hat sogar zwei Kinder. Das heißt, die Liebe zu der Rachel, die Liebe zu Josef, die er beide gefühlt zu früh verloren hat. Und diese Liebe und dieser Verlust bindet so sehr, dass er sagt, diese zwei Kinder, die nehme ich ganz besonders an. Die sollen mir ganz besonders nahe sein. Die will ich, Jakob, wie meine eigenen Kinder betrachten, anschauen und so will ich sie auch sehen und wahrnehmen. Denn sonst könnte man ja sagen, er hätte doch die Kinder von Benjamin nehmen sollen. Schließlich starb ja Rachel, als sie Benjamin geboren hat. Wäre es doch naheliegender, dass er dann über den Verlust der Frau dann eher die Kinder von Benjamin noch mal näher zu sich holt. Aber nein, es sind die zwei Kinder von Josef, die ihm geboren wurden, bevor Jakob nach Ägypten kann. Das heißt, diese Liebe und dieser Verlust scheinen so stark für Jakob gewesen zu sein, dass er sich für diesen Schritt entscheidet. Vers 8. Als Israel die Söhne Josefs sah, sagte er, wer sind diese? Und da war ich jetzt wieder überrascht, weil ich mir dachte, wie? Moment mal, aber er hat doch gerade dem Josef gesagt, dass er diese zwei Kinder, Ephraim und Manasse, adoptieren will, sozusagen, an sich ziehen will. Und jetzt fragt er, wer sind diese? Für uns als moderne Leser wirklich ungewöhnlich, wie hier erzählt wird. Vielleicht greift es ja sogar davor, vor dem, was uns gerade gesagt wurde, nämlich als Josef mit den zwei Söhnen kommt, dass der Vater sie erstmal, dass sein Vater, der Jakob, sie erstmal nicht erkennt. Wird nicht so ganz deutlich, denn Josef antwortet seinem Vater und sagt zu ihm, das sind meine Söhne, die Gott mir hier gegeben hat. Da sagte er, bring sie doch zu mir her, dass ich sie segne. Und jetzt merken wir, mit dieser Annahme dieser zwei Söhne als seine eigenen Söhne verbindet Jakob offenbar auch einen Segen und den möchte er jetzt aussprechen. Vers 10, die Augen Israels aber waren schwer vor Alter, er konnte nicht sehen. Jetzt gibt uns der Autor so die Erklärung, ach so, wer sind denn diese? Wahrscheinlich aufgrund seiner Sehschwäche kann er schon gar nicht mehr die Kinder so richtig erkennen, sodass Josef ihnen sagen muss, Vater, das sind doch meine Kinder. Die Augen Israels, also schwer vom Alter, er konnte nicht sehen. Und als er sie zu ihm gebracht hatte, küsste er sie und umarmte sie. Für mich persönlich eine ganz schöne Szene, denn ich habe mich versucht, so in die Kinder hineinzuversetzen und mich zu fragen, wie erleben sie denn das? Wir wissen ja nicht, wie alt sie zu dem Zeitpunkt waren, aber so als Enkelkinder, wenn man den Großeltern begegnet, ist es ja immer so eine Sache, je nachdem, wie stark die Beziehung ist, wie groß das Vertrauen ist, wie sehr man seine Großeltern mag, ist es eine schöne Begegnung oder denkt man sich, oh nein, jetzt müssen wir zu den Großeltern. Aber wir merken, er nimmt sie, umarmt sie, drückt sie und küsst sie. Und Israel sprach zu Josef, ich hatte nicht gedacht, dein Gesicht noch einmal zu sehen. Und siehe, Gott hat mich sogar deine Nachkommen sehen lassen. Das heißt, wiederum, Jakob geht weit in die Vergangenheit und sagt, eigentlich dachte ich, du seist tot. Als Vater eine schmerzhafte Vorstellung, dass die Kinder vor einem gehen. Ich dachte, ich werde dich nie mehr sehen, aber jetzt sehe ich nicht nur dich, sondern sogar deine Kinder. Vers 12, und Josef nahm sie von seinen Knien weg und beugte sich auf sein Gesicht zur Erde wieder. Wieder für mich so ein Bild der Nähe, der Freundschaft, der Zärtlichkeit. Die Kinder sind offenbar noch auf den Knien des Vaters. Wenn man jemanden nicht mag, dann bleibt man da ja nicht lange, sondern haut ab, okay, lässt sich mal umarmen und küssen, lässt das über sich ergehen, aber verschwindet. Aber offenbar muss Josef die Kinder sogar von den Knien des Opa, vom Opa wegnehmen.
Da ist Nähe da, da ist Beziehung da. Und jetzt macht Josef etwas, was für uns moderne Leser wiederum völlig unverständlich ist. Zunächst einmal, er beugt sich auf sein Gesicht zur Erde nieder. Warum muss sich denn der Sohn vor seinem Vater niederbeugen? Ich deute oder ich verstehe es so, als würde Josef sagen, hier geht es nicht nur um eine Begegnung zwischen Enkeln und Großeltern, zwischen Sohn und Vater, sondern wenn Jakob einen Segen ausspricht, dann ist es eine gewichtige Sache, die hier passiert. Und Josef verbeugt sich von seinem Vater und sagt, Vater, ich bin bereit, deinen Segen anzunehmen. Geht aber das Ganze sogar noch weiter, denn wir erinnern uns an Josefs Träume. Er, der geträumt hat, dass seine Brüder sich vor ihm niederbeugen werden. Dann im zweiten Traum nicht nur die Brüder, sondern sogar der Vater und die Mutter. Eine für damalige Verhältnisse unvorstellbare Sache. Wenn sich jemand vor dem anderen niederbeugt, dann die Kinder vor den Eltern, aber nicht umgekehrt. Und jetzt merken wir, dass all das, was geschehen ist, die Erfahrungen, die Josef gemacht hat, ihn haben nicht so verändern lassen, dass er stolz und hochmütig ist und sagt, wenn sich irgendjemand verbeugt, dann doch meine Brüder vor mir, denn ich habe sie gerettet oder durch mich sind sie gerettet worden und auch mein Vater. Sondern nein, er sagt, Vater, die Ehre gebührt dir. Die Ehre gebührt dir als Vater. Und wenn du mich und meine Kinder segnest, dann bin ich bereit, diesen Segen anzunehmen, denn er kommt von dir und durch dich. Vers 13, und Josef nahm sie beide, Ephraim mit seiner Rechten zur Linken Israels und Manasse mit seiner Linken zur Rechten Israels und brachte sie zu ihm. Da streckte Israel seine Rechte aus und legte sie auf Ephraims Kopf, obwohl er der Jüngere war, und seine Linke auf Manasses Kopf. Er legte seine Hände über Kreuz. Das heißt, Jakob segnet nicht so, wie Josef es erwartet hatte, nämlich mit der rechten Hand den Manasse, nämlich den Älteren, und mit der linken Hand den Ephraim, den Jüngeren, sondern er legt seine Hände über Kreuz, sodass seine rechte Hand den Ephraim segnet und seine linke Hand den Manasse. Und der Autor fügt ja hinzu, denn Manasse war der Erstgeborene. Und wir merken, dass hier eine Spannung im Raum entsteht, etwas Unerwartetes passiert. Wenn es nach der Tradition, nach der Sitte hätte gehen sollen, dann hätte Jakob den Erstgeborenen mit der rechten Hand segnen sollen. Denn es ist der Erstgeborene, der Ältere, der den väterlichen oder großväterlichen Segen bekommt. Den wirtschaftlichen Segen, also das Erbe, aber auch den geistlichen Segen, beide Dimensionen. Beides sollte an den Älteren gehen und nicht an den Jüngeren. Und jetzt setzt sich hier Jakob darüber hinweg. Und es ist eine dieser Situationen, wo man merkt, eigentlich läuft etwas falsch. Es ist nicht so, wie es sein sollte. Nur was macht man dann? Geht man dazwischen? Schaut man zu? Lässt man sich das über sich ergehen? Diese komische Spannung, die sich dann in einem Raum aufbaut, und das kennt ja jeder von uns, wo man sich sagt, eigentlich müsste doch jetzt jemand was machen. Hier läuft was schief, der Vater. Ja klar, natürlich, er ist ja auch alt und er ist ja auch krank und auch, der sieht auch nicht mehr so gut. Er hat die Kinder ja gar nicht erkannt. Natürlich, ich muss doch was machen. Vers 15. Und er segnete Josef und sprach. Und wir merken, der Segen, der für die Kinder ist, geht aber auch noch zunächst einmal über den Vater. Also der Segen auf Josef und sagt, der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gelebt haben. Geht ganz weit in die Vergangenheit. Der Abraham, der Isaak, die zwei, mein Vater und mein Großvater, haben schon vor diesem Gott gelebt. Vers 15, zweiter Teil, der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin bis zu diesem Tag. Er sagt nicht der Gott, vor dem ich gelebt habe, sondern dreht es jetzt um und sagt, der Gott, der mit mir war, der mich geführt hat, von Anfang an und bis auf den heutigen Tag. Der Engel, der mich vor allem Übel erlöst hat, diese Führung und dieser Segen Gottes, er hat es erlebt, er hat es an sich selbst erlebt. Ich wurde bewahrt vor Übel. Segne die Knaben.
Da wechselt er jetzt von Josef auf die Kinder. Segne die Knaben und in ihnen werde mein Name genannt und der Name meiner Väter Abraham und Isaak und sie sollen sich vermehren und zu einer Menge werden mitten im Land. Jakob macht weiter. Jakob spricht den Segen aus, eigentlich könnte man sagen, über den Falschen oder in einer falschen Reihenfolge. Vers 17, und als Josef sah, dass sein Vater seine rechte Hand auf Ephraims Kopf legte, war es schlecht in seinen Augen. Das heißt, der Autor lässt uns jetzt an Josefs Erleben dieser Situation teilhaben und sagt, das, was hier geschieht, ist nicht richtig, das ist schlecht, das will ich nicht. Dieser Segen steht ihm nicht zu. Und er fasste die Hand seines Vaters, das ist ja auch so eine Sache, in solchen Situationen, wo man merkt, eigentlich läuft hier was falsch und jeder weiß es, jedem ist das bewusst, keiner weiß so richtig, was passiert. Wenn dann einer eingreift, dann halten kurz alle hin und denken sich, und er fasste die Hand seines Vaters, um sie von Ephraims Kopf wegzuwenden, auf Manasses Kopf. Josef greift ein, er schaut nicht zu, er bleibt nicht Zuschauer, sondern sagt, Vater, Vers 18, und er sagte zu seinem Vater, nicht so, mein Vater. Das ist ein Augenblick, wo man dann aus Verlegenheit zu seinem Glas greift, kurz was trinkt und nicht weiß, oh oh, der Junge kann doch nicht seinem Vater dazwischen gehen. Das macht man doch nicht. Und dann auch noch sagen, nicht so, mein Vater. Er korrigiert den Vater hier, denn dieser ist der Erstgeborene. Lege deine Rechte auf seinen Kopf. Aber sein Vater weigerte sich und sprach, ich weiß es, mein Sohn. Ich weiß es. Auch er wird zu einem Volk werden. Und auch er wird groß sein. Jedoch wird sein jüngerer Bruder größer sein als er. Und seine Nachkommenschaft wird eine Fülle von Nationen werden. Und er segnete sie an jenem Tag und sprach, mit dir wird Israel segnen und sagen, Gott mache dich wie Ephraim und Manasse. So setzte er Ephraim vor Manasse. Das muss man erstmal aushalten. Dass hier etwas getan wird, was eigentlich sich nicht gehört, was man eigentlich nicht macht, was gegen die Sitte und Tradition ist, was gegen das Gesetz ist, das damals in diesen Ländern galt. Nämlich der Erstgeborene ist derjenige, der den Segen bekommt. Der Erstgeborene soll groß sein und stark sein, stärker als alle anderen, die nach ihm kommen. Und darüber setzt sich Jakob hinweg. Und es ist ja auch für ihn nichts Neues. Denn in seiner Familie ist es ja genauso gewesen. Rebekka, die Mutter, wird schwanger. Zwei Kinder sind in ihrem Bauch. Zwillinge. Und sie geht zum Seher, zum Propheten. Sie will wissen, was da los ist. Dieses Durcheinander in ihrem Bauch, diesen Kampf, diese Auseinandersetzung, die sie scheinbar schon in ihrem Mutterleib, in ihrem Bauch erlebt. Und Gott sagt ihr, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Oder der Jüngere wird größer sein wie der Ältere. Und natürlich fragt man sich, wieso ist das denn so? Wieso setzt sich Gott darüber hinweg und jetzt in diesem Fall Jakob darüber hinweg? Und wir nehmen an, dass er das nicht willkürlich macht, sondern er sagt es ja selber, ich weiß, dass es so ist, aber dennoch wird es anders sein. Und es scheint so zu sein, wenn man sich das erste Buch Mose anschaut, angefangen bei Abraham und Sarah, ein Ehepaar, das eigentlich unfruchtbar ist, über Jahrzehnte hinweg aber von dem Versprechen lebt, Gott wird euch ein Kind schenken. Und dass sie selber nicht mehr daran glauben können, dass es so ist, versuchen sie selber Abhilfe zu schaffen. Und Abraham wird Ismael geboren von der Hagar, der Magd.
Dennoch sagt Gott, nein, nicht Ismael ist derjenige, der den Segen bekommt, sondern das Kind, das ich dir schenken werde, zu dem Zeitpunkt, als es biologisch nicht mehr möglich ist und auch als ihr beide nicht mehr dran glauben könnt, dass es jemals passieren wird. In der nächsten Generation, Isaac und Rebekka, genau dasselbe. Zwei Kinder, der Jüngere soll vor dem Älteren kommen. In dem Leben Jakobs, da ist eigentlich ein großes Durcheinander. 12 Kinder sind da und bis zu dem Zeitpunkt wissen wir nicht, wer wird eigentlich denn den Segen des Vaters erhalten? Welche von diesen 12? Ist es Josef? Ist es Ruben? Der Erstgeborene, dem es eigentlich zusteht? Wer ist es? Bis zu dem Zeitpunkt wurde es noch nicht gesagt. Wenn man sich aber das Buch durchliest, diese Geschichten Gottes mit dieser Familie, Abraham, Isaak, Jakob und jetzt auch bei Josef und seinen Kindern, hat man das Gefühl, dass Gott, indem er diese Traditionen oder diese Konventionen, diese Sitten umgeht, als würde Gott sagen, nicht das Menschliche ist das, was zählt, sondern das Göttliche. Dieser Segen, den ich von Anfang an Adam und Eva, dem ersten Menschenpaar, versprochen habe, dass eines Tages einer kommen wird, der Schlange den Kopf zertreten wird. Sie erinnern sich, 1. Mose Kapitel 3, macht Gott dieses Versprechen oder diese Ankündigung. Eines Tages wird einer kommen, der Schlange den Kopf zertreten wird. Und in dieser Erwartung lebt Generation für Generation. Und sie fragen sich, wer wird dieser sein? Wer wird dieses geistliche Amt, diese Aufgabe erfüllen? Als würde Gott sagen, als er mit Abraham anfängt und sich ein unfruchtbares Ehepaar aussucht, um diese Familie, diese Linie weiterzuführen, als würde Gott sagen, nicht durch Menschen, nicht durch Menschenhand, nicht durch das Zutun von Menschen wird das geschehen, sondern durch mich. Das ist etwas, an dem habt ihr Menschen keinen Anteil. Deswegen setze ich mich über Konventionen und über biologische Gesetze hinweg, damit ich zeige, dass es von mir kommt, von Gott kommt. Und so scheint es auch hier zu sein. Und das ist der Punkt oder eine Situation, an dem Josef lernt, nein, nicht nach menschlicher Sitte, sondern nach göttlichem Willen. Und das ist ja die Spannung, die ich auch am Anfang erwähnt habe. Es ist eine riesige Herausforderung im Leben, das herauszufinden oder Gewissheit darüber zu haben, was ist unveränderbar und unantastbar, weil es dem Willen Gottes entspringt und er sich dafür entscheidet, dass es so ist. Und was ist im Leben oder auf der Erde denn veränderbar und muss auch verändert werden und kann verändert werden? Denn es sind nur menschliche Gesetze, die sich halt einfach eingespielt haben, aber die keine Notwendigkeit sind. Und diese Erfahrung macht Josef an diesem Tag in der Begegnung oder in dem Erleben, wie Jakob segnet. Und Israel sprach zu Josef, siehe, ich sterbe. Und die Ängste oder die Unruhe, die Josef sicherlich auch erlebt hat über die Krankheit des Vaters, wird deutlich, ja, der Vater wird sterben. Aber Gott wird mit euch sein und euch in das Land eurer Väter zurückbringen. Weg von dem Tod des Vaters, hin der Blick gewendet auf die Tatsache, dass Gott ist immer noch da. Wenn der Vater stirbt, Gott wird bleiben. Er ist mit ihnen, er ist mit der Familie und wird sie in das Land der Väter zurückbringen. Vers 22, und ich gebe dir einen Bergrücken über deine Brüder hinaus, den ich aus der Hand der Amoriter mit meinem Schwert und mit meinem Bogen genommen habe. Er gibt jetzt hier auch noch Josef, seinem Sohn, etwas, ein Stück Land von Vater an dem Sohn. Das hat nichts mit den anderen Brüdern zu tun, sondern nur ist eine Sache zwischen Josef und seinem Vater. Und hier endet die Episode. Der Vater segnet. Es ist deutlich, dass er sterben wird. Er verbindet sich nochmal mit Josef und seinen Kindern und sagt aber, blickt nicht auf mich und auf meinen Tod, sondern darauf, dass Gott mit euch ist und dass er kommen wird, um euch wegzubringen. Mit diesem Bild freue ich mich darauf, wenn Sie beim nächsten Mal
wieder mit dabei sind, wenn wir weiterlesen in 1. Mose Kapitel 49. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal bei Glaubengeschichten.